Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stranded Deep hier auf meinem Kanal. Endlich auf unserem Kanal. Ich habe schon wieder Scheiße gebaut wie immer, aber man kennt das ja von mir. Also ist es ja mittlerweile schon irgendwie gar nicht mehr schlimm, oder? Wir haben Durst und Hunger. Und zwar habe ich... Manche wundern sich, warum ich Kartoffeln habe auf einmal. Oder... Ach hier, saufen wir das mal. Oder hier wieder neue Foundations. Oder hier Penicillin und eine Laterne. Ich glaube, die habe ich auch in der letzten Folge gefunden. Ach hier, wir haben eine geile Pfeife. Ja, ganz ehrlich, ich hatte euch ja erzählt, dass ich technische Probleme hatte. Die sind jetzt erstmal ausgemerzt. Das Ding ist, ich musste mir echt ein neues Teil kaufen und habe gedacht, ach, wieso nicht gleich meine Klasse besser? Und die Klasse war einfach zu gut für mich. Irgendwie bin ich damit zuerst überhaupt gar nicht klargekommen und habe falsche Knöpfe gedrückt und deswegen wurde meine Tonspur einfach gar nicht aufgenommen. Naja, passiert. Und insbesondere passiert das immer mehr. Aber das kennen wir. Ist ja nicht so schlimm. So, jetzt machen wir aber weiter. An einem nebeligen Morgen klödern wir uns einen Schluck Wasser in den Kopf. Und gucken mal, wir haben noch... Ey, wir haben immer noch Durst. Die Flasche leer oder was? So, Durst haben wir nicht mehr. Aber ein a little bit of Hunger. Haben wir hier noch... Ja, hier. Noch eine Krabbe im Kopf. So, ist das eine Krabbe? Nö, das, nö, das. Das sieht aus wie Krabbe. So, was jetzt? Jetzt ist gut. Das Wasser schmeißen wir da wieder hin. Die Axt. Ja, damit fällen wir Bäume. Palmen. Weil, ganz ehrlich, sieht gerade doof aus zum Losfahren. Gut, also Palme ab. Ding, ding. Das können wir nämlich auch stacken, habe ich gelernt. Ja, fall mal so hin. Danke, drei Nüsse. Oh, drei. Ja gut, dann machen wir erstmal heute wieder eine Baufolge. Zumindest so lange, bis der Nebel sich verabschiedet. Also, ja, was heißt... Ob das überhaupt Sinn macht? Mann. Oh, jetzt habe ich gleich dreimal gestackt. Auch nicht schlecht. Das ging schnell. Ding, ding. Ding, 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 ding. Und den schmeißen wir oben drauf. Ich weiß gar nicht, ob das Sinn macht, weil wir ja eh nur von Deutsches bauen können. Was ich eigentlich sehr bedauere, aber wir gucken mal. Vielleicht kriegen wir das ja hin, irgendwann mal irgendeine Hütte abzuschließen. Ja, das war falsch gedrückt. Ich wollte so machen. Aber das war falsch gedrückt. Ich wollte so machen. Und das hat sich jetzt richtig gelohnt. Keine Nüsse? Jetzt dein Ernst? Gar keine Nüsse? Oh. Würdan hat keine Nüsse. Egal, wir haben noch welche in Reserve. Ich dachte gerade, ich kann fliegen. So. So, so, so. Funktioniert doch, was hast du denn? Gut. Ist der Nebel schon weg? Nö. Gut, dann nehmen wir die Palme erstmal ganz auseinander. Mal gucken, wie das dann aussieht. Und dann... Ach Mann, ich hoffe, der Nebel geht weg. Ich habe voll Bock auf Tauchen. Wir haben ja die Taucherflosse gefunden. Ich weiß jetzt nicht... Wisst ihr das schon? Ich glaube schon. Weil insgesamt... Ja. Natürlich wisst ihr das. War ja nicht in der letzten Folge, sondern in der vorletzten. Und ich musste ja nur die letzte Folge wegschmeißen. Echt, ey, richtig schöne Folge. Wir wurden vom Seeigel geigelt. Und haben gleich kurz darauf Antibiotika gefunden. Das konnte ich mir dann reinklödern. Und dann war es gar nicht so schlimm. Super eigentlich. Wenn wir hier die ganze Zeit rumlatschen sowieso, dann können wir doch... Ups, das Feuer anmachen oder nicht. Auch hier einfach... Ich mache das schon wieder alles falsch hier. So. Feuer.
Und Krabbe, ne, das ist eine Kokosnuss, das ist ein Hammer, das ist eine Krabbe. Die können wir jetzt da rein. Und die kommt. Ja, die kommt da rein. Nehmen wir alle noch hoch. Gut, noch eine Palme gehackt und immer noch Nebel. Shit. Und das hier ist die letzte, die ist mini klein. Ist doch die letzte, oder? Da ist nix. Krass, wir haben unsere Insel weggehackt. So, das hier ist die Axt. Super. Stimmt sogar. Die Ding, die Ding, die Ding. Auch keine Nüsse. Oh. Dein Ernst jetzt? Tatsächlich. Oder lag da eine? Nö. Tatsächlich keine Nüsse. Ja, dann nimm die Palme. Und renn um dein Leben. Mal gucken. Ich würde ja gerne ein paar Supports bauen. Und auch ein paar Wände dann vielleicht. Eine Tür und ein Fenster. So, die Krabbe ist fertig. Geht raus. Ja, wieder mein Lieblingsknopf. Schmeiß sie da hin. Die hier sieht eigentlich echt schon gekocht aus, ne? Aber das ist wahrscheinlich die, die wir schon angegrillt haben. Dann ist das Feuer ja ausgegangen. Wisst ihr natürlich auch nicht. Ich wollte genau erstmal anfangen zu hacken und dann so machen. So, und ja, ist doch gut, ganz ruhig. Tatsächlich dauert es doch ein bisschen länger. Na gut. Die Krabbe dahin, weil es ja fertig. Das ist unsere fertiges Essen-Ecke. Jetzt muss ich mir kurz mal den Kopf kratzen. Was mag wie denn nun? Bauen. Einmal kurz gucken zumindest, weil Nebel ist ja weg. Wir könnten also eigentlich auch los. Ja, Foundation, komm. Foundation. Wir bauen einfach mal die ganze Insel zu. Ah, eine Foundation. Die hatten wir schon lange nicht mehr. Endlich können wir mal Foundations bauen. Und noch eine Foundation. So, jetzt reicht die Hütte aber auch. Also, mehr Foundations will ich jetzt eigentlich ungern machen. So, Krabbe weg. Die kommt hier mit hin. Wo habe ich die denn? Hier, da. Genau, da. Und dann schmeißen wir noch eine neue rein. Feuer brennt ja gerade. Und Kokosnüsse hatte ich gesehen, haben wir auch noch. Die schmeißen da hin. Und die Axt und der Hammer kommen hier hin. Und das Feuer, genau, das kommt ja eigentlich hier hin. Und du? Haben wir nur noch Paddel und Kompass und das brauchen wir auch. Damit wir navigieren können. Obwohl ich das mit dem Kompass selbst schon nicht hinkriege. Alter, das ist doch echt schön, oder? Und ohne Gras durch den Dings und so. Da sparen wir uns den Rasenmäher, den wir in der letzten Runde, also auf einer anderen Insel, bevor das Update kam. Wo ist denn das Boot? Da. Ja, eigentlich craften wollten. Wir wollten ja einen Rasenmäher machen und dann unsere Foundations abmähen. Aber das hat sich denn ja jetzt erübrigt. So, Westen. Leider wisst ihr das ja nicht. Ja, ich weiß, die Krabbe ist fertig. Leider wisst ihr das ja nicht. Aber ich habe Richtung Westen. Ich bin der Meinung, zwei Tauchpunkte sind das sogar. Zumindest habe ich einen gefunden. Da habe ich auch das Penicillin gefunden, was wir brauchten wegen der Vergiftung vom Seeigel. Und da war mein Inventar voll. Ich konnte also echt nur das Penicillin mitnehmen. Und bin dann weitergefahren. Das war ungefähr irgendwie hier. Ich hoffe, ich finde das wieder, weil da liegen bestimmt noch Sachen. Also im Fuel Tank liegt da auf jeden Fall noch, das weiß ich. Und ich bin der Meinung, da ist auch noch ein zweiter Tauchpunkt, wo wir dann vielleicht auch noch ein bisschen was finden. Wenn das denn wirklich ein zweiter... Oh nee, echt jetzt? Dein Ernst? Hi? Und so? Wirklich? Muss das sein? Da links ist... Und da ist der Hai. Wo sind schon wieder zwei oder was? Ach Leute. Was soll das denn? Was soll das denn? Hi, hi. Ich würde sagen, sie sind immer hi, hi, ne?
Ich sag guten Morgen, hi. Ist es überhaupt morgens? Nee, wahrscheinlich ist es schon nachmittags. Mahlzeit, hi. Nee, auf keinen Fall Mahlzeit. Lass mich in Ruhe. Gut, dann sind wir also jetzt auf einer Halbinsel und haben keinen Tauchpunkt gefunden. Und das ist auch eine Insel, wo ich wahrscheinlich auch schon war. Ja, die Kiste ist schon auf. Das war halt auch in der letzten Folge, die ich leider wegschmeißen musste. Es tut mir wirklich sehr leid, dass ihr das nicht miterleben konntet. Das war echt ganz lustig. Und wir können die Yogas natürlich immer noch nicht wegpaddeln. Das ist doof, weil in der Kiste war sogar eine Axt drin, bin ich der Meinung. Mist, verdammter. Das heißt, wir können jetzt eigentlich nur Rocks mitnehmen. Wir können jetzt natürlich von oben die Kokosnüsse kraulen da, runter kraulen, aber das bringt wohl auch nichts. Gut, hier liegt tatsächlich gar nichts, Alter. Ist doch bescheiden. Und da ist auch eine Kiste drin, die ist aber auch schon leer. Weil ich ja so gierig war. Ja, klar. Ich hoffe, man hört das Piepen nicht. Aber man wird zugehört haben, oder? Steine. Steine sind hier tatsächlich noch viele. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, auf einer Insel drüben bei uns zu Hause haben wir gar nicht mehr so viele, oder? Naja, ein paar in Reserve ist vielleicht nicht verkehrt. Auch wenn ich jetzt gar nicht wüsste, wofür. Ach man. Naja, vielleicht finden wir auf dem Rückweg noch einen Tauchpunkt. Dann schmeißen wir die Steine halt im Fluss da. Nö, nee, ist tatsächlich gar nichts. Eine Woche. Und der verdammte Hai ist ja vielleicht schon weg. So, aus, das ist definitiv unsere Insel. Wo wir auch erstmal wieder in die Richtung fahren werden. Und hier Speed Paddle. Wir machen halt Speed Paddle. Die meinten manchmal Speed Stacking. Manche, was weiß ich, wie das alles heißt. Speed Art und so. Wir machen Speed Paddle. Und ich bin in die Richtung unserer Insel gefahren. Also ich war auf, ja, hier, guck, hier ist der Tauchpunkt. Der eine. Und da ist der Hai. Fuck. Und ja, scheiße. Ja, das ist mir zu gefährlich. Ganz ehrlich, mit dem Hai. Wir sind gerade mal nicht verletzt. Und das kommt bei mir nun wirklich. Fuck, 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 fuck. Selten vor, wollte ich sagen. Ach, ey, komm, komm. Jetzt ist Schluss. Jetzt ist. Wir haben Pause. Hast du. Alter Schwede, ich klatsch dich gleich richtig weg. Ich hau dir gleich einen Stein auf den Schädel, du Affkopf, Alter. Hör jetzt, verpiss dich. Du bist so ein hässliches Tier. Ich glaub das nicht, Alter. Immer nur am Stunk machen, weißt du das? Das kotzt mich an. Und ich weiß noch nicht mal, ob wir jetzt in die richtige Richtung fahren. Dieser. Ja doch, ist gut. So, ist er jetzt weg oder was? Jetzt hat er Angst oder wie? Ja, als ich das mit dem Stein gesagt habe, ne? Ist er wirklich weg? Ja. Aber hier ist natürlich kein Tauchpunkt. Gut, weißt du was? Fahren wir woanders hin. Suchen wir was anderes. Mit Sicherheit kann ich auch nur sagen, dass da noch ein Fuel Tank liegt und den Fuel Tank, um den Motor zu craften, haben wir auf unserer Insel sowieso schon. Also ist das eher ein eine Option, die wir nicht unbedingt brauchen. Das heißt, ich werde mal kurz die Steine hier abladen, die Krabbe aus dem Feuer nehmen. Die fühlt sich bestimmt schon nicht mehr so gut. Warte mal, haben wir vielleicht Hunger? Ja. Dann klöder die doch gleich rein. Die schmeckt doch lecker. Was haben wir denn alles hier überhaupt gefunden? Steine und Sticks. Also Messihauf Kram. Steine. Und zwei Sticks. Nicht wirklich viel, was ich mitgebracht habe. Aber na gut, wie spät ist denn das so?
16 Uhr, das heißt, es wird bald dunkel. Ist vielleicht eine scheiß Idee, nochmal loszufahren. Oder? Na komm, hier, Kompass. Nach Süden. Nach Westen. Also nach... Ach, Mann. Komm. Fahr da lang. Und guck mal, ob du vielleicht einen Tauchpunkt findest, würde. Ach komm, jetzt funktioniert doch einfach. So. Tauchpunkte sind irgendwie so geil. Besonders, weil wir die Flossen haben. Da sind wir echt so fix mit unterwegs, ey. Da träumt so manch davon. Und natürlich finden wir jetzt nichts Gescheites. Was soll das denn jetzt sein hier? Ach man. Ich glaube, der Timer ist auch schon wieder verstellt oder so. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie lange. Naja, dann haben wir halt mal wieder ein bisschen Überlänge oder ein bisschen zu wenig. Definitiv suchen wir jetzt nochmal was. Und erst wenn wir zu Hause sind, werde ich die Folge beenden. Hier muss doch was sein, sonst ist hier doch überall immer was. Oder soll ich einfach mal ins Wasser springen und gucken? Ja, zumindest ist hier jetzt im Moment gerade kein Hai. Vielleicht ist das eine ganz gute Idee, einfach mal. Das heißt ja nicht, dass es immer blubbern muss, oder? Oder jetzt mal ganz ehrlich. Also wir müssen nach Norden zurück. Das wird ungefähr nach Norden halt. Das muss die Insel sein. Weil sonst... Ne. Die Insel ist es also. Alter, ist das duster und tief und... Ich glaube, das ist keine gute Idee. Hier unten ist ja noch gar nicht erforscht. Nee, das ist voll die doofe Idee. Alter, ich war so tief, ich habe das Boot noch nicht mehr. Nee, definitiv sehr bescheidene Idee. Mist, verdammter. So, Norden, das ist unsere Insel. Fahren wir mal Nordost. Und dann wissen wir, dass wir nach links rüber müssen. Was haltet ihr davon? Nordost. So einen kleinen Bogen, vielleicht ist da ja was. Weil ganz ehrlich, habt ihr das gesehen? Da gehe ich runter ins Schwadde. Da ist eine Boje, ist er. Eine Boje. Was soll das eigentlich? Was ist das? Was ist das? Alter! Das war ein Wal, oder? Der tut uns nichts, oder? Alter, ich hatte hier noch ein... Boah, Alter. Das ist dunkel, ich hab richtig Schiss irgendwie. Alter, das ist... Unser Boot ist weg. Alter Verwalter, das ist ein Wal. Kann man den essen? Hammer. Guck ihn dir an. Der tut uns doch nichts, oder? Ganz ehrlich, jetzt genau in seiner... Alter, ich hab ein bisschen Schiss. Hätte ich nicht auch Schiss, wenn ich auf so ein Paddel... Ah, Mann, wie riesig das Vieh ist. Geil. Ich mach mal Taschenlampe an, ihr seht ja sonst nichts, aber selbst so seht ihr wahrscheinlich nichts. Hammer, oder? Wenn der uns mit der Schwanzflosche erwischt, dann sind wir wieder auf unserer Insel. Geil. Wie fett, Alter, wie geil das aussieht. Ich wollte einfach... Was passiert, wenn ich so mache? Ich streichle ihn. Paddel. Einmal durchs Boot. Komplett aufgeschlitzt. Wir gehen unter. Geiles Tier. Also, ganz ehrlich, ich habe mir fast in der Hose gemacht. Ich möchte jetzt auch wieder nach Hause. Was hatte ich gesagt? Norden ungefähr, ne? Scheiße, Norden ist keine Insel mehr. Also, der Wal hat mich völlig auch durcheinander gebracht. Ich würde mal sagen, dass das unsere Insel ist.
so schön das Tier auch ist, wir müssen leider nach Hause, weil es ja auch echt sehr dunkel ist mittlerweile. Oder wenn nicht nach Hause, dann... Ist das da links unsere Insel? Ganz ehrlich, ist das da links unsere Insel? Nee, ne? Das ist geradeaus, oder? Und da ist natürlich ein Hai. Ah, unser Freund der Wal, der wird das schon regeln. Oder? Das Ding ist, da sieht es jetzt aus, als wenn da ein Tauchpunkt ist. Wenn da ein Tauchpunkt ist, weiß ich jetzt gar nicht, ob wir richtig sind. Definitiv können wir nicht tauchen gehen, wenn das so duster ist. Da sieht man ja nichts. Da leuchtet was auf der Insel, oder? Ist das einfach nur unser Feuer? Oder bin ich doof oder was? Ja, ist unser Feuer, oder? Wir kommen, ja, ist unser Feuer. Super, also richtige Insel. Wir wissen also, das Boot steht jetzt hier. Wir wissen, dass wir da geradeaus fahren. Einfach raus und da ist ein Tauchpunkt. Das werden wir in der nächsten Folge definitiv erleben. Alter, ich habe immer noch so ein richtiges... Kennt ihr das, wenn ihr mit der Achterbahn... ach, wir haben so gar nichts mit. Stimmt ja, wir haben auch nichts gefunden. Wenn ihr mit der Achterbahn fahrt, so nach oben, und dann geht das schlagartig wieder nach unten. Diese Airtime, die man da hat, wenn das Herz so richtig irgendwie schwerelos ist. Alter, so hab ich... Hammerhart. Ich hab richtig Schiss gekriegt. Alles klar, Sonne geht auf. Ich bedanke mich recht herzlich fürs erneute Zusehen oder fürs erste Mal Zusehen. Freut mich immer sehr. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir vielleicht einen Daumen da. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bin raus. Tschüss.